Königssee bei Schönau. Heute ist der 31. August 2017 und ich stehe hier gerade in Schönau am Königssee. In ein paar Minuten werde ich selbst in eines der Boote steigen und mich auf den Weg über den Königssee machen. Es ist jetzt ungefähr 11.30 Uhr und ich stehe gerade auf der Insel mit der berühmten Kirche St. Bartholomew. Vor ungefähr einer halben Stunde bin ich mit einem im Hintergrund zu sehenden Schiff angekommen. Man sieht hier am Königssee sehr viele Berge, den Watzmann, das steinerne Meer. Und hier sehen wir nun die berühmte Kirche St. Bartholomew am Königssee. Kurz vor 13 Uhr, Ufer des Königssees. Im Hintergrund erkennen wir wieder die Kirche St. Bartholomew. Der Königssee hat eine Tiefe von maximal 200 Metern und auch die durchschnittliche Tiefe ist mit 100 bis 120 Metern relativ tief. Mit dem herrlichen Alpenpanorama des Watzmanns könnte man meinen, man sei in einem schönen bayerischen alten Heimatfilm.